Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 8. Februar 2022, 8.35 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor und ich nehme hier rechts die Big Number 15.200. Wir haben heute eine sogenannte Kurslücke wieder, ein Gap. Das Gap liegt bei der Big Number. Also insofern passt das ganz gut. Daily Pivot ist hier unten. Okay, dann einmal der Fahrplan. Wenn wir in die Big Number reingehen, wäre das hier die Zielmarke. Dann hier oben die Zielmarke. Unten herum wäre die 50 auch die Zielmarke. Hier und im Schnelldurchlauf hier unten dann die Big Number auch. Das sind die drei Zonen erst einmal. Zusätzlich nehmen wir natürlich als Unterstützung bzw. Widerstände, die Vola-Boxen. Ein Blick jetzt in die Blue-Boxen. Und wie waren sie gestern zur Primetime? Es gab keine kleine, wir sehen es. Und unsere Zone, die wir gestern gemeinsam hier eingezeichnet haben, das war unser Trade, den haben wir geschlossen mit Tagesziel, mit Tagesgewinn. Hätten ihn noch weiter laufen lassen. Diese Zone und diese Zone ist angetradet, wieder zurück. Und das war der Boden gestern bei 15.100 und dann ist der Markt zurückgelaufen. Schauen wir mal, die gesamte Trading Range gestern lag bei 157, ein guter Mittelwert der letzten Wochen. Insofern schauen wir mal auf den heutigen Tag, auf den Dienstag. Und die linke Seite sind die Vola-Boxen. Und bei den Vola-Boxen schauen wir einmal auch auf den gestrigen Tag. Hier haben wir 1, 2, 3 mal die Vola-Box getradet in dem Level. Dann gab es hier ein Level einmal zum Traden, da ein Level und dann erst am Nachmittag hier mehrmals. Also es gibt genug und es gibt genug Setups hier im Laufe des Tages, ja, für die Vola-Boxen. Und die Frage ist, wo kommt die aktuelle Vola-Box rein? Aktuell ist der Forecast bei 15.275. 75, das würde bedeuten, irgendwo hier kommt die Vola-Box rein. Vom aktuellen Kursniveau wäre das nicht ausreichend, würde aber vorbörslich der Kurs in Richtung Big Number laufen, wäre die 75 ein Hedge-Auflösungstrade, also mit größerem Risiko. 60 zu 75, das ist der Forecast um 9 Uhr. Jetzt bleiben wir hier und starten mit dem morgendlichen Wetterbericht. Wie sieht es an den Märkten generell einmal aus? Und wir fangen unten an heute und gehen in die Kryptos rein, fangen an bei Ethereum. Wir nehmen dazu die Vorlage Zickzacklinie. So, fangen kurz an beim Daily. Daily immer noch Short, 4 Stunden in Ethereum Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also hier die Gewichtung eher Long. Bitcoin wieder bei über 40.000, 44.900. Das Tief im Bitcoin lag bei 32.000 und das war am 24. Januar. Und wir sehen fast 10.000 Dollar höher. Aktuell. Daily sind wir short. 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten auch long. Und weekly auch wieder, holt sich der Markt wieder zurück. Und hier nochmal für alle Freunde der Fibonacci-Zonen. Wir schauen uns das mal an. Tagesstrategie Pro. Auf Daily machen das Bild mal kleiner. So, und wir sehen hier das Tief im März mit dem All-Time-High verbunden. 1, 2, 3. So, und dann sehen wir, 61 hatten wir hier schon mal bei 27.000. Jetzt haben wir 50, bei 50% erste Mal gedreht. Also von dem signifikanten Tief im Corona-Tief hier, beziehungsweise Corona, ja, bei 4.418 hoch auf 69.000 runter jetzt auf 36 und das Tief lag ja bei 32 hier
Die 61er-Zone liegt bei 29.000. So, das heißt, wir wechseln jetzt zum nächsten Markt und das wäre dann der Dow Jones in unserer Reihenfolge. Dow Jones, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Hier wieder leichte Tendenz Richtung Süden. S&P 500, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch. Also auch hier Richtung Süden eher. Technologiebörse Nasdaq, Daily Short, Entschuldigung. 4 Stunden Short aktuell, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch. Hier klarer noch, dass wir Short sind. Öl, J.R. Ewing. Daily Long. 4 Stunden Long. Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Also da aber immer noch Long. Gold, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 auch. Und der letzte Markt ist der DAX. Und da sehen wir auf Daily sind wir Short. 4 Stunden sind wir Short. Stunde sind wir Short. 30 zum ersten, zum zweiten sind wir long, 15 long und 5 auch. Aber die Tendenzen, wenn wir uns die englischen, die amerikanischen Indizes anschauen, ist eher nochmal Richtung Süden. Also Tendenz wohl eher, dass wir unten nochmal wegtauchen. Schauen wir mal wieder, was der Tag bringt. Ihr wisst ja, keiner von uns hat hier die Glaskugel. Der Markt hat immer recht. Insofern warten wir und der Markt gibt uns die Richtung vor. Wir haben die Falle platziert bei 15.207. Nochmal zu den Spielregeln. Die Big Numbers, diese 15.2, 15.3, 15.1 werden jeweils dreimal getradet. Ab dem zweiten Trade gehe ich auf angepasst und dann versuchen wir diese grünen Zielmarken zu erreichen. Es sei denn, das Gewinnziel ist dementsprechend vorher schon erreicht. Das Gewinnziel ist auf den Kontostand 0,1%. Die Blue Boxen, wenn sie kleiner sind als 20 Punkte in der Range im DAX, werde ich sie mit größerem Risiko traden, dass wir da schon die Hälfte des Tagesziels erreichen. Genauso gut in den Vola-Boxen, wenn sie 40 Punkte entfernt ist, werde ich auch höheres Risiko eingehen. Und wenn einer von den MTX-Signalen kommen, so und wir sehen heute Morgen, wer heute Morgen schon früh um 8 Uhr getradet hat, das erste Signal war hier direkt oben. Ist oben ausgebrochen und wir sehen es hier, ein Short-Signal. Wir messen mal ab. 54, 55 Punkte. Durchaus denkbar, dass wir gleich einer der seltenen Fälle haben, dass wir nach einem Long-Signal auch ein Short-Signal haben. Wir gehen hier mit dem Risiko, ihr kennt es, von 10 rein. Die Boxlinien werden platziert. 44 Sekunden. Und durchaus denkbar, dass wir da den ersten Trade hier machen. Wir ziehen das Ding weiter runter. 30 Sekunden. Jetzt muss ich das ein bisschen hochschieben. Sekunden. Wieder ein Tickchen höher. 15, 14. So, ich gehe ein bisschen früher rein, damit wir nicht wieder die Problematik gleich haben. Und los geht's. Short-Signal im DAX MTX. Und wir sind short im Markt. Erster Trade läuft, meine Damen und Herren. So, wir sehen, die blaue Linie ist unser Gewinnziel. 0,03 sind wir jetzt im Gewinn.
Und ah, noch ein Punkt. Noch ein Punkt. Und 20 jetzt gehandelt. Und ein Punkt noch, jetzt steigen viele aus, kann sein, dass er noch mal zurückkommt. Also Gewinnziel liegt bei 19. 20 gehandelt, wir müssen den Spread verdienen. So, wir nehmen mal Kinji und Sen. Kommt auch gleich ein Signal. Sehr gut. So, erste Box Trade auch hier. Ein Trade ist ein Gewinn, aber wir wollen hier unser Minimalziel erreichen. 8:55 Uhr, der Markt ist direkt, wir haben einen halben Punkt, hat gefehlt. Respektive, ich bin ja 1,6 Punkte schlechter reingestiegen, weil ich dabei sein wollte. Ja. Und wir sehen hier, das führt dazu, dass wir jetzt erstmal einen Umweg gehen müssen zum Gewinn. Ja. Und wir arbeiten ja jetzt mit etwas größerem Risiko. Insofern. Bin ich gespannt in 5 Minuten, wie die Markteröffnung da reinkommt. Und in 3 Sekunden und los geht's. 9 Uhr. Wir haben direkt hier oben die Vola-Box. 15.275 zu 15.260 war der Forecast. Schauen wir mal, ob der Kurs nach oben durchgeht. Vola-Box noch nicht. Wir haben Gap bei 5.207. Und unser MTX-Signal. Sollte jetzt auch am Laufen sein. Da haben wir ihn. Oh, auf angepasst und wir sind raus. Naja. Trade in Gewinn. Ich wollte gerade noch auf angepasst drücken, war ein bisschen zu spät dran, aber an Gewinn ist noch niemand gestorben. So, das war unser Trade. MTX und erneut sauber in den Gewinn gelaufen, meine Damen und Herren. Das Experiment läuft sehr, sehr gut. Erst oben Gegensignal, aber trotzdem hier. Das war der Eröffnungstrade für unser Videotagebuch MTX Box Trade. Und ja, wir machen jetzt im Live-Trading auch weiter. Wir haben hier 15.207 als nächste Zielmarke. Und dann schauen wir mal, ob der Kurs da reinläuft.